Oh. Ich sehe, du bist zurück. Mann, siehst du kaputt aus. Ja, ich bin auch kaputt. Ich komme gerade von der Dokumi. Endlich ausruhen. Aber du weißt schon, dass du noch das Video schneiden musst. Was? Oh nein. Dann ist das immer noch nichts mit ausruhen. Okay. Ich fange an zu schneiden. Und ihr guckt das Video. Ein weiteres Jahr, eine weitere Dokumi. Natürlich gab es auch dieses Mal wieder ein riesen Aufgebot. Alleine die Hallen waren komplett befüllt mit haufenweisen Ständen, mit allen möglichen Merchandise, denen das Herz begehrt. Aber nicht nur den Merchandise, den man hier gesehen hat, wie zum Beispiel Plüschtiere oder T-Shirts waren dort. Nein, es gab auch natürlich eine Bühnenshow und auch eine Zeichnermeile. Noch dazu kommt, dass dieses Jahr für die Dokumi ein besonderes Jahr ist, denn die Dokumi feiert ihr 10. Jubiläum. Schon im letzten Jahr zog die Dokumi über 40.000 Besucher an und da möchte man sich gar nicht ausmalen, wie viele das dieses Mal waren. Zumal ich sagen kann, aus meinem persönlichen Empfinden heraus waren dieses Jahr deutlich mehr Leute da als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren es schon besonders viele, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Dokumi auch diese Zahl wieder locker geknackt hat. So konnte die Dokumi dieses Jahr mit 3 Hallen auftreten. Eine nur für Verkaufsstände, eine in der die Bühnenshow war und nochmal eine ganze Halle nur für die Zeichnermeile. Dazu kommt noch eine ziemlich große Außenfläche, an der man nochmal frische Luft schnappen konnte. Das war's jetzt von innen. Jetzt habt ihr da so das Wichtigste gesehen. Und die Dokumi ist aber immer mehr als nur halt das Innere. Denn die Dokumi breitet sich immer weit aus, auch über das eigentliche Gelände hinaus. Und so ist der nämlich auch im benachbarten Nordpark, besonders in dem Japan-Garten, wo sich auch immer sehr, sehr viele Cosplayer rumtummeln, gerade bei sehr gutem Wetter. Und deswegen wollen wir auch noch mal da vorbeigucken und euch zeigen, was da abgeht. Deswegen würde ich sagen, verlassen wir jetzt mal das Hauptgebäude bzw. die Con an sich und gehen quasi in die von Fans gemachten Con, wie ich es nenne. Jedoch ging es erst nochmal nach Hause, denn als wir auf die Uhr sahen, mussten wir feststellen, dass der Tag im Grunde schon vorbei war und damit eigentlich keine wirkliche Zeit mehr übrig war. Und so springen wir dann auf den Dokumi-Sonntag. Und weil ein Tag wohl kaum für die ganze Convention reicht, begrüße ich euch hiermit nämlich schon zum zweiten Tag der Dokumi. Denn wir haben uns vorgenommen, am zweiten Tag die Dokumi außerhalb des eigentlichen Con-Geländes mal unter die Lupe zu nehmen und uns das anzugucken. Und deswegen sind wir jetzt hier im Japan-Garten, wo wohl die meisten Leute außerhalb des eigentlichen Geländes sind. Und wie man sieht, ist es hier so voll, dass das hier gerade eine eigene Convention sein könnte. Und deswegen würde ich sagen, lass uns loslegen und uns mal ein bisschen rumgucken und dann reden wir vielleicht noch mal mit ein paar Leuten. Und so voll war der Japan-Garten nicht erst um die Mittagsstunde rum. Schon morgens gegen 10 oder 11 Uhr war der Japan-Garten so voll, dass wir froh waren, überhaupt noch einen Sitzplatz bzw. einen Platz für unsere Decke gefunden zu haben. Denn der Japan-Garten war brechend voll. Was aber auch den Vorteil hat, dass wir sehr, sehr viele schöne Fotomotive hatten und ich erstmal eine ganze Zeit lang mit Fotos beschäftigt war.
Also jetzt, wo wir erste Einblicke von der Convention bekommen haben, gibt es natürlich genauso wie letztes Jahr ein paar Interviews. Dafür habe ich mir hier mal jemanden geholt, dann stell dich doch mal kurz vor. Ja, moin, ich bin Lukas, ich komme aus Erfurt, das ist in der Nähe von Bielefeld, Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber ja, dann soll ich mal kurz weg. Hi, ich bin Dennis, komme aus Trier, bin nicht gerade so hier um die Ecke. Und ja, ich bin zum ersten Mal hier in der Dokumi und find's mega. Ist echt klasse. Also ich habe mich noch nie auf einer Con so wohl gefühlt wie hier. Mhm. Also ich bin Michelle, aber ich werde oft als Mimi halt genannt. Für uns als Berliner ein bisschen schwierig, nach Düsseldorf nochmal zu kommen. Aber gut. Aus Berlin seid ihr. Ja. Genau, das wäre nämlich auch in der Frage gewesen. Dann hat sich das jetzt zum Beispiel erledigt. Was hast du sonst noch gekostet oder was möchtest du denn noch cosplayen? Also ich habe momentan nur einen Joker. Mhm. Versuche den auch zu perfektionieren. Und was ich eigentlich noch vorhab, sind Crossovers beispielsweise. Zum Beispiel von Overwatch, Fantasy Tancred. Ich glaube ja. Also ich habe einen Kollegen, der ist guter, großer Overwatch, für notfalls frage ich den nochmal. Und da wollte ich einen Crossover von Junkrat machen, als Joker halt. Und ich hab Dante wollte ich auch machen. Dante aus Devil May Cry. Genau. Ja, den wollte ich nämlich als nächstes machen, weil das habe ich mal angesehen und fand es mega interessant und fand Dante cool. Okay. Also ich finde ihn mega klasse, weil er ist auch so ernst und gerade mit seinem Stern und allein der Aufzug ist mega. Genau, also ich bin ein sehr fauler Mensch. Das ist mein allererstes Cosplay, was ich selbst hergestellt habe. Das hat jetzt auch sehr lange gedauert. Aha. Geplant habe ich vieles, aber noch nicht so wirklich konkret. Also das ist irgendwie jetzt Gildert für die Conjunctry, die im September ist. Sonst muss halt irgendwann nochmal ein Herr der Ringe aussehen für mich als Herr der Ringe-Fan. Na klar, Herr der Ringe, wenn man ein Fan ist, ist quasi so ein Must-Have. Ne? Genau. Für Statur hast du ja schon für viele Charaktere. Das war. Es wird wahrscheinlich auch ganz, ganz simpel Aragorn werden. Und hast du noch irgendwas geplant? Oder? Also, derzeit geplant, ich weiß noch nicht genau. Also, ich bin total verliebt in so eine Guild Wars 2 Rüstung. Eine der Millionen. Ich habe selber noch nicht so gecosplayt, aber ab und zu trage ich halt so gerne Merch oder so. Und keine Ahnung, zum Beispiel Noragami, Kippi. Noragami ist super. Nice. Ja, sonst bin ich auch so auf anderen Conventions unterwegs, aber Cosplay mache ich jetzt nicht so. Man könnte sagen, dass ich letztes Jahr eine Maid Neko gemacht habe, aber so wirklich aus dem Anime ist das wirklich mein erstes Cosplay, was ich mache. Okay, dann zum Beispiel ist auch eine Frage gerade zu dieser Convention. Gibt es hier etwas an der Dokumi, was ihr besonders gut findet, was bei anderen Conventions nicht der Fall ist? Zum Beispiel Location oder ja, Organisation. Also generell der Nordpark hier ist natürlich schon ziemlich schön. Mhm. Organisation, muss ich sagen, finde ich manchmal ein bisschen schwierig bei der Dokumi sogar eher. Okay. Weil manche Sachen sind irgendwie so ein bisschen umständlich organisiert. Umständlich? Es fehlen Geldautomaten auf der Karte. Ja, für mich ein bisschen blöd gewesen. Mhm. Ist einfach, die Dokumi ist größer. Man hat hier draußen, man kann so viel rumlaufen, ohne dass irgendwas überfüllt ist. Und die Hallen sind auch besser organisiert, man hat viel mehr Platz und die Leute sind auch mega toll. Also, ich bin zum ersten Mal hier, ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ich finde es ganz gut, dass es jetzt nicht so übertrieben voll ist. Zum Beispiel letztes Jahr die Gamescom fand ich extrem voll. Ich finde es tatsächlich gut, dass es halt wirklich nicht nur diese Halle ist, wo halt diese Stände gibt, weil das ist wirklich durch diesen ganzen Nordpark zieht und halt hier sehr viele Leute sind. Also, dass die Convention sich quasi selbst verbreitet, obwohl es nicht mal von der Organisation gemacht ist. Genau. Ja, das ist dann quasi so Community, Cosplay-Community, würde ich sagen. Hast du denn einen Lieblingsfilm, Anime oder einen Filmcharakter? Von den wie gesagt, Animes finde ich jetzt zum Beispiel Dante von mir. Sonst eigentlich Deadpool. Aber ich würde ihn gerne machen, aber sagen wir ehrlich, jeder macht Deadpool. Okay, Lieblingsfilm, Herr der Ringe. Sehr gute Wahl. Lieblingsspiel, gerade The Witcher 3. Lieblingsanime, das ist ein bisschen schwieriger. Weil, also eigentlich gerade, glaube ich, Protezio no Cabanero. K-Project und Elfenlied. Also tatsächlich auch das, was du hier jetzt cosplayst. Genau.
Also das sind meine zwei absoluten Lieblingsanimes und dann kommt halt noch meine Lieblingsanimes und dann halt immer so stufenmäßig. Okay, dann bedanke ich mich. Danke. Und auf Wiedersehen. Ja. Auf jeden Fall. Definitiv. Ich fühle mich hier mega wohl bei euch. Das ist echt cool. Dann sieht man sich vielleicht das nächste Mal. Immer gerne. Ich verabschiede mich und wünsche euch eine schöne Con. Ebenso. Euch auch. Dann bedanke ich mich. Danke. Und auf Wiedersehen. Ja. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ja, kein Problem. Ich wünsche euch eine schöne Convention. Danke, gleichfalls. Und dann sehen wir uns vielleicht mal auf meinem Kanal. Alles klar. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Wie man eben schon in dem Interview hervorgehoben hat, ist das besonders Schöne an der Dokumi seine passende Location. Denn mit dem Nordpark und speziell dem Japangarten hat man wohl so ziemlich die perfekte Umgebung für eine Convention. Das Beeindruckende bei der Dokumi ist, dass tatsächlich meistens der Park relativ sauber bleibt und nicht hinterher aussieht wie ein einziges Schlachtfeld, wie es bei vielen anderen Großveranstaltungen der Fall ist. So bietet die Dokumi nicht nur mehrere Möglichkeiten, um sich zu beschäftigen, nein, hinzu kommt noch, dass man ziemlich viele schöne Fotolocations hat, gerade für Dinge, die zu Animes passen, und einen Ort hat, wo man die Seele baumeln lässt. Und da störte auch die Menschenmenge nicht wirklich. Und sehr viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Hier möchte ich mich einmal bei allen Cosplayern, die ich fotografieren durfte, bedanken für eure Hilfe und dass ich eure Fotos auch verwenden durfte. Alles in allem war es eine wunderbare Convention in einem wunderbaren Jahr und ich persönlich freue mich schon auf das nächste Jahr. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr einige Leute vielleicht wieder treffe. Hey Leute, das war die Dokumi 2018. Ich bin jetzt froh, endlich wieder zu Hause zu sein, war echt anstrengend. So, ich setze mich jetzt ans Schneiden, damit ihr das Video seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche kommt dann das Video zum Japan-Tag. Und ja, meine Hand ist gerade etwas zittrig, weil die Kamera so doch etwas Gewicht hat. Verbesserungsvorschläge könnt ihr in die Kommentare schreiben, da leider mein Technikmann abgesprungen ist, habe ich für die Interviews leider nicht das eigentliche Interviewmikrofon und muss das jetzt irgendwie mit meinem Aufsetzmikrofon regeln. Ist halt dann eher so mittelmäßig, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Ich verabschiede mich, ich bin Kubera, das ist Soundshit und haut raus Leute, bye! Oh, ach ja, und noch ein Dankeschön an alle Cosplayer, die mir die Erlaubnis gegeben haben, ihre Bilder zu verwenden. Durch euch werden so Videos erst wirklich möglich und ich finde eure Cosplays alle echt super geworden, mein Respekt dafür. War zu erwarten. Irgendwie schon. Okay, nein, dann noch. Dumm. Das ist der Joker-Noise-Spray.